Wohin man auch schaut, das Mainufer ist übersät mit Bühnen, kulinarischen Feinheiten und natürlich Menschen. Das Museumsuferfest 2010 ist im vollen Gange. Die Stadt rechnet mit rund 3 Millionen Besuchern, die sich kulturell in zahlreichen Museen weiterbilden können. Wir haben uns in diesem Jahr auf die Ausstellung Celluloid, Film ohne Kamera, konzentriert und bieten in diesem Kontext eine Mitmachaktion für Kinder an. Wir bieten darüber hinaus zusätzliche Führungen in den aktuellen Ausstellungen Peter Kugler, Projektion und Mike Boucher, Neues Wohnen an. Wir zeigen dieses Wochenende am Museumsuferfest noch das letzte Wochenende die Gründer von Haarheim, eine Vorschau auf die neuen frühmittelalterlichen Funde aus dem Gräberfeld von Haarheim. Da können Sie live miterleben, wie die Funde geborgen wurden. Wir zeigen den Arbeitsprozess der Ausgrabung und den der Restaurierung. Es gibt viele Funde zu sehen, die noch gar nicht restauriert sind, aber viele auch, die anrestauriert sind. Des Weiteren kann man sehen, wie die Menschen im 11. Jahrhundert gelebt, gespeist und gekämpft haben. Also wir sehen hier ein paar Krieger des franco-flämischen Kontingents, ein paar Soldaten, die im Moment ihrer Ruheposition nachgehen. Das heißt, man würde sich verpflegen, man würde essen, man würde trinken, man würde schlafen. Der nächste Einsatz steht unmittelbar bevor, also in einer Stunde ungefähr werden wir den nächsten Einsatz hier fahren. Das heißt, wir werden eine militärische Darstellung haben mit einer Kampfdemonstration, einer Kampfdarbietung, die dann auch moderiert ist natürlich, damit der Besucher das eben auch wahrnehmen kann, auch erklärt bekommt, was da überhaupt passiert. Auf den zahlreichen Bühnen wartet jede Menge Unterhaltung. I'm gonna speak about it. I'm gonna be serious.